Falls Sie das noch nicht mitbekommen haben sollten, am 26. September 2021, also in wenigen Tagen, ist Bundestagswahl bei uns in Deutschland. Und dieser tolle Wahlkampf, der uns alle so mitnimmt, geht in die heiße Phase jetzt, nur noch wenige Wochen. Die Plakate, die überall hängen, genial. Hier, Politik mit Miau statt Mimimi. Oder große Ohren können gut zuhören. Oder hier, knackig, prägnant und volksnah, dieser Slogan. Schöne Ferien, das politisiert. Und da merkt man, die Wahlkampfstrateginnen der Parteien haben einen Plan. Und natürlich auch WLAN. Entschuldigung. Wahlwerbung, die nicht nur ans Herz geht, sondern direkt in den Darm. Und meine Farm. Zum Glück gibt es einen Ort im Internet, an dem wir, liebe Wählerinnen und Wähler, noch sicher sind vor dem Bariton von Sarah Wiener. Und zwar auf Wikipedia. Wikipedia, meine Damen und Herren, hier geht es nicht um den politischen Wettbewerb, hier zählen nur die Fakten. Wikipedia ist unsere Universalenzyklopädie und ob Ihnen, liebe Brockhaus-Fans, das gefällt oder nicht, was bei Wikipedia steht, das gilt auch im Real Life, in der Wirklichkeit, als Wahrheit. Wikipedia beeinflusst unsere Wirklichkeit. Wenn die Berliner Bürgermeisterkandidatin Franziska Giffey von der SPD zum Beispiel was Schlaues in ihre Master- oder Doktorarbeit reinkopieren und pasten möchte, geht sie zu Wikipedia. Oder wenn ein CDU-Kanzlerkandidat ihrer Wahl mal nachgucken muss, was er politisch eigentlich so will, geht er auch zu Wikipedia. Abgeschrieben bei Wikipedia. Plagiatsvorwürfe gegen Armin Laschet erhärten sich. Alles, was ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe, weiß ich ehrlich gesagt auch von Wikipedia. Was sind Cis-Männer? Was ist ein Capital Bra? Wer hat den Cum-Ex-Skandal verbockt? Wer ist Olaf Scholz? Wie gefährlich ist eine Westblindmaus? Weiß ich alles von Wikipedia. Wikipedia ist die zweitgrößte Wissenssammlung in der Geschichte der Menschheit. Direkt nach dem Podcast Lanz und Precht von Markus Lanz und Richard David Precht. Im Ranking der meistbesuchten Websites in Deutschland auf Platz 7 ist Wikipedia. Beliebter als Facebook, Reddit oder Netflix. Wikipedia ist im Netz erfolgreicher sogar als Pornhub. Und erfolgreicher als das deutsche Bumsportal für ganz besonders große Wichser, Bild.de. Wissen klickt einfach gut, denn Wissen ist Macht. Die deutschsprachige Wikipedia ist die zweitmächtigste der Welt. Denn wir Deutschen, wir lieben es einfach, Fakten ohne Ende bei Wikipedia reinzuhacken. Schön aufschreiben, sortieren, lochen und abheften. Und wie alles, was Deutsche lieben, ist auch Wikipedia natürlich fest in der Hand von Männern. Die wichtigsten Wikipedia-Autoren sind Bubi, Chaco, Cookie, Claudi, Sunny, Speedy und Brombos. Brombos ist sogar ein verifizierter Administrator. Dass Wikipedia ein Problem mit Diversity hat, das habe ich Ihnen natürlich alles schon 2019 erzählt. Wenn Sie sich dafür interessieren, warum kaum Frauen an der deutschen Wikipedia mitschreiben, dann schauen Sie sich gerne unser Video von 2019 bei YouTube an. Weird. Alright. Heute geht's im ZDF Magazin Royal um die dunklen Abgründe von Wikipedia. Bitte nicht. Doch, doch, um ein schmutziges Wikipedia-Geheimnis, mit dem der Bundestagswahlkampf beeinflusst wird. Und zwar ohne, dass wir das merken. An der neutralen Wissensplattform Wikipedia wird nämlich mehr rummanipuliert als am Haaransatz von Elon Musk. Kleines Beispiel. Annalena Baerbock. Der Wikipedia-Artikel von Annalena Baerbock wurde im letzten Jahr 53 Mal verändert. In diesem Jahr, im Wahlkampfjahr, allerdings schon über 900 Mal. Und viele dieser Veränderungen sind politisch motiviert. Das ist erstmal nichts Neues. Manipulationen, Wahlkampf und ein Wiki. Internet, wie bei Wikipedia manipuliert wird. Bekanntermaßen hat Wikipedia große Stärken. Anonymität, einfacher Zugang, ein Seitenlayout aus den frühen 2000ern. Einfach zeitlos hässlich, so wie Salzgitter. Wikipedia ist ein niedrigschwelliges Angebot zur Teilhabe für jeden und jede. Ein niedrigschwelliges Angebot wie zum Beispiel hier, wie das Penistheater auch ein niedrigschwelliges Kulturangebot für jeden ist. Kann jeder mitmachen. Seid ihr alle da? Hallo, guten Tag. Hallo, Kultur. Das ist ein niedrigschwelliges Angebot, wo jeder mitmachen kann. Bei Wikipedia kann jeder, wirklich jeder, Artikel anlegen, Änderungen einreichen und sich mit anderen Expertinnen streiten. Über zum Beispiel sowas. Gab es im antiken Rom schon Klobürsten oder ist das Xylospongium kein Vorläufer der Klobürste, sondern eine Hinternbürste und damit eher mit dem Klopapier vergleichbar? Ein
ein echter Wikipedia-Streit. Und wenn Sie Lust haben, mitzudiskutieren, ich würde mich freuen, Sie finden mich ab heute Nacht um 23.40 Uhr auf der Diskussionsseite des Wikipedia-Artikels Toilettenbürste unter meinem Usernamen Benjamin Bremsspur. Wikipedia lebt vom Streit, genau wie Wissenschaft, Demokratie und eine glückliche Ehe. Und im Streit gilt, der Klügere gibt nach und verpisst sich lieber. Darum hat sich seit 2007 die Anzahl der Wikipedia-Autorinnen und Autoren fast halbiert, während sich die Zahl der Wikipedia-Artikel vervierfacht hat. Viermal so viel Arbeit mit dem halben Team. Ja, gut, das klingt ehrlich gesagt wie ein ganz normaler Arbeitstag auf einer deutschen Pflegestation. Wenig Leute, viel Arbeit, so muss das sein. Es gibt immer weniger Menschen, die bei Wikipedia auf die Fakten aufpassen wollen. Darum wird es immer leichter, politisch zu manipulieren. Denn wo jeder mitmachen kann, macht leider jeder mit. Ich komme aus Baden-Württemberg und deswegen weiß ich, wie es ist, mit den Grünen zu regieren. Das macht keinen Spaß, denn die Grünen sind keine bürgerliche Partei. Sie sind wie diese Melone, außen grün, aber innen rot. Für die, die ihn nicht kennen, das ist Olaf Watermelon Sugar High. Watermelon Sugar High. Watermelon Sugar High. Watermelon Sugar High. S. Gutting, CDU-Bundestagsabgeordneter für Bruchsal-Schwetzingen. Wenn er nicht gerade Zungenküsse übt mit Wassermelonen, pflegt er sehr gute Kontakte ins Ausland. Aserbaidschan-Affäre. Auch Olaf Gutting verstrickt? Auch Olaf Gutting hatte gute Kontakte nach Aserbaidschan. Gegen seinen Parteikollegen Axel Fischer wird wegen Korruption ermittelt. Olaf S. Gutting steht im Verdacht, für ein paar Melonen in Deutschland die Werbetrommel für den Diktator von Aserbaidschan gerührt zu haben. Was erklärt, warum es solche Selfies gibt wie dieses? Olaf S. Gutting mit dem Diktator von Aserbaidschan, Ilham Aliyev. Soweit so CDU. Deutschland ganz normal. Die Aserbaidschan-Affäre gehört natürlich in Olaf S. Guttings Wikipedia-Artikel. Aber huch, irgendjemand hat diesen Abschnitt wieder entfernt. Warum? Diese Eintragung wurde gelöscht, da sie nicht der Wahrheit entspricht. Ah, gut. Wenn es nicht der Wahrheit entspricht, dass Olaf Gutting mit seinem Xylospongium die Wassermelone vom aserbaidschanischen Diktator poliert, dann stimmt das eben nicht. Was ist denn da, was ist denn das für eine Quelle, die sagt, dass das nicht der Wahrheit entspricht? Siehe Homepage www.olaf-gutting.de. Ach so, die eigene Homepage von Olaf S. Gutting. Wie heißt denn der Wikipedia-Autor, der die Aserbaidschan-Affäre aus Olaf S. Guttings Artikel wieder rausgelöscht hat? Zuletzt bearbeitet am 27. Mai 2021 um 10.31 Uhr durch Olaf S. Gutting. Olaf S. Gutting ist wie diese Melone nicht besonders gut als Wikipedia-Autor. Auch die Wikipedia-Autorin Stump Ma macht mich misstrauisch. Stump Ma hat nämlich ein auffallend großes Interesse am Lebenslauf der grünen Bundestagsabgeordneten Margit Stump. Deren Wikipedia-Artikel wurde zu 72% von der Autorin Stump Ma geschrieben. Moment mal. Margit Stump kommt aus dem Landkreis Heidenheim. Heim der Heiden. Heim der Heiden. Heiden beten den Teufel an. Der Teufel ist der Gegner Gottes. Gegner, Gegenteil. Margit Stump andersrum. Stump Margit. Stopp! Verbirgt sich hinter der Autorin Stump Ma etwa die grüne Bundestagsabgeordnete Margit Stump selber? Das hieß sie ja, Margit Stump hat selber über sich selbst das hier dreimal bei Wikipedia reingeschrieben. Stump ist Expertin für digitale Infrastruktur. Stump ist Expertin für digitale Infrastruktur. Stump ist Expertin für digitale Infrastruktur. Ja, okay, we get it, Margit Stump von den Grünen. Du bist Expertin für digitale Infrastruktur. Digitale Infrastruktur. Digitale Infrastruktur. Digitale Infrastruktur. Und vor allem richtig clever unterwegs im Cyberspace, wie so eine Hackerin, so unauffällig. Kapuzenpulli. Das war das Erste, was mir eingefallen ist, zu Hacker. Naja, zusammen mit netzpolitik.org haben wir die Wikipedia-Artikel von allen Mitgliedern des Deutschen Bundestags untersucht. Bei allen Wikipedia-Artikeln, die mindestens zur Hälfte von nur einer Autorin oder nur einem Autor geschrieben worden sind, heißt es Alarm! Alarm!
Manipulationsverdacht. Alarm, Alarm. Hier könnte was faul sein. Hier macht sich vielleicht jemand noch geiler, als er ohnehin schon ist. Hier könnte jemand politisch an Fakten herumgedoktert haben. Und wir haben tatsächlich bei den Abgeordneten des Deutschen Bundestages einen verdächtigen Wikipedia-Artikel gefunden. Und noch einen. Und noch einen. Und 84 andere. Die Wikipedia-Artikel von 87 Abgeordneten des Deutschen Bundestages, wie sage ich es, haben in etwa die Qualität der Masterarbeit von Franziska Giffey. Platz 1 geht an Reginald Hanke von der FDP. Optisch kann man ihm nichts vorwerfen. Aber der Wikipedia-Artikel von Reginald Hanke wurde fast ausschließlich verfasst von dem geheimnisvollen, verifizierten Wikipedia-User FDP Thüringen. Was erklärt, warum es in Reginald Hankes Wikipedia-Artikel nicht den Abschnitt Bartkontroverse gibt? Oder ist das kein Bart, sondern ein Xylospongium? Diskutieren Sie mit! Deutlich gefährlicher ist politische Manipulation bei Wikipedia übrigens, die man nicht so leicht bemerkt, weil sie organisierter und ein kleines bisschen geschickter passiert. Ein AfD-Funktionär hat sich in das höchste Entscheidungsgremium der Online-Enzyklopädie wählen lassen. Ein User behauptet, dass die AfD versuche, die Wikipedia zu unterwandern. Hä? Die AfD lässt sich in die Chefetage der Wikipedia wählen? Moment mal, wie war das nochmal? Kann man Rechtsextreme mit Fakten im Internet alleine lassen? Um diese Frage wissenschaftlich korrekt zu beantworten, meine Damen und Herren, hat unsere 90-köpfige Special-Effekt-Abteilung ein sogenanntes Fernsehmeme selbst entwickelt und hergestellt an ihren Grafikcomputern. Schauen Sie mal hier. Der Golden Retriever ist der Rechtsextreme und das Stück Brathähnchen auf dem Teller steht für Fakten, auf die der Racker jetzt aufpassen soll. Und jetzt lassen wir die beiden mal alleine und gucken, was passiert. Schauen wir mal, was da jetzt. No. Was gibt's denn? Da hat der rechtsextreme Hund die Fakten einfach aufgefressen. Und so ähnlich läuft das bei der Wikipedia auch. Und zwar nicht zufällig. Bei Wikipedia müssen die Konservativen stärker aktiv werden. Redakteure oder Zensoren gibt es nicht. Die dominante linke Repression hat keine Möglichkeiten, Diskussionsbeiträge zu unterdrücken. Daher sollten gerade die Konservativen sofort aktiv werden. Das, meine Damen und Herren, ist ein Aufruf aus der rechtsextremen Zeitung Junge Freiheit. Das Medium für alle Konservativen, die finden, dass man Hitler zwar kritisieren muss, aber ich meine, kann jemand, der solche Bilder malt, wirklich ein schlechter Mensch sein? Das frage ich Sie. Wer auch die positiven Seiten von Hitler sehen möchte, der soll bitte anfangen, Wikipedia zu manipulieren. Dazu hat die Junge Freiheit damals in diesem Artikel am 22. Juli 2005 aufgerufen. 2 Monate vor der damaligen Bundestagswahl. Und ganz zufällig wurde noch am selben Tag, am 22. Juli 2005, erstmals der Nutzer Cogito2 bei Wikipedia aktiv. Cogito2 hat angefangen zu arbeiten. Er bearbeitet innerhalb von 105 Tagen den Artikel der Jungen Freiheit gleich 164 Mal. Er löschte zum Beispiel, dass der Verfassungsschutz die Junge Freiheit als Forum für rechtsextreme Autoren eingestuft hat. Und im Wikipedia-Artikel zur neuen Rechten löschte Cogito2, dass die neue Rechte ein Scharnier zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus bildet. Als die Formulierung dann jemand wieder reingeschrieben hat, löschte Cogito2 die Passage einfach nochmal und nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Insgesamt 10 Mal hat Cogito2 bei Wikipedia gelöscht, dass die neue Rechte ein Scharnier zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus bildet. Obwohl die neue Rechte ein Scharnier zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus bildet. Das ist Fakt. Aber das braune Faktentuning kann noch mehr. Zu Cogito2 gesellten sich nämlich mit der Zeit merkwürdigerweise immer mehr Fake-Accounts, die auch versuchten, Wikipedia unauffällig mit rechtsextremen Inhalten zu fluten. Wir haben herausgefunden, dass mindestens 780 Accounts zu dieser rechtsextremen Fake-Account-Bubble gehört haben. Eine kleine Auswahl vielleicht der Usernamen, meine Damen und Herren. Usernamen wie, wo habe ich es? Moment mal kurz. Ah ja, hier. Junge Freiheit Freund, JF-Leser, Kreuzzug ins Glück, Judenfrei, Kuckuck-Clan, KZ-Fanclub, Deutschen Freund, Todespilot und Happy Holocaust. Alles Accounts, die sich nur zu einer kleinen Handvoll Herrenmenschen zurückverfolgen lassen. Aber leider wird Wikipedia und damit das, was wir alle für Fakten und die Wahrheit halten, nicht nur von Nazis, sondern auch von anderen Leuten manipuliert, von PR-Agenturen. Die PR-Branche. Zu geldgeil für Journalismus und zu dumm zum Werbung machen. Normalerweise sind PR-Agenturen eigentlich für sowas zuständig. Das ist Olaf. Olaf ist Kanzlerkandidat der SPD.
Klingt komisch, ist aber so. Dieser Kommunist, dieser Seeheimer Spargel-Stalin, Mao Tse-Scholz. Entschuldigung. Gesundheit. Es gibt aber auch PR-Agenturen, die nicht geile Filmchen gegen Olaf Scholz machen, sondern die sich spezialisiert haben auf die Manipulation von Wikipedia. Zum Beispiel die Wiki-Manufaktur aus der Manufakturstadt Berlin. Eine Stadt, 4 Millionen Manufakturen. Wie professionell und vertrauenswürdig die Wiki-Manufaktur ist, erkennt man schon an den Fragen, die sie sich selbst auf ihrer Website stellt. Haben Sie kein schlechtes Gewissen, die Wikipedia zu manipulieren? Manipulieren kommt vom französischen manipuler, was so viel heißt wie etwas mit der Hand bearbeiten. Es bezeichnet also genau das, wodurch die Wikipedia groß geworden ist. Die Handarbeit vieler tausend Autoren. Ja, und Kannibalismus kommt vom französischen cannibalé, was so viel heißt wie ein leckeres Essen zubereiten. Da ist auch nichts Schlechtes dran. Wie PR-Agenturen gegen Geld politisch manipulieren, lässt sich aber leider nicht so einfach herausfinden. Bleibt unsere Kooperation unter uns? Ja, wir garantieren Ihnen absolute Diskretion. Wir wissen, dass in der Öffentlichkeit immer noch große Vorbehalte gegen etwaige Manipulationen der Wikipedia bestehen. Ja, blöd, Pech gehabt, da kann man leider nichts machen. Es sei denn, es gäbe einen knallharten Investigativ-Troll, der bei der Wiki-Manufaktur anruft und sich als Vorsitzender einer Kleinpartei im Bundestagswahlkampf ausgibt. Aber ich meine, welcher windige Webwallraff traut sich das zu? Wer hat die Eier? Mir ist das zu heiß. Ich mach das nicht. Aber ich. Du? Sebastian Hotz, du würdest dich als Vorsitzender einer Kleinpartei ausgeben, die gerade im Bundestagswahlkampf ist, und du würdest mal ausprobieren, ob du die Wikipedia gegen Geld verändern kannst? Hab ich schon gemacht. Was? Mein Gott. Bin ich da bei der Wiki-Manufaktur rausgekommen? Genau. Soll ich Ihnen mal zusammenfassen, warum wir Sie überhaupt kontaktiert haben? Sie brauchen jemanden, der sich um die Wikipedia-Artikel kümmert. Sie wollen Artikel für die beiden Landesvorsitzenden und eine bessere Einbindung in die anderen Artikel. Und dann stand da noch was von diversen Änderungen oder Anpassungen in anderen Artikeln. Ja, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Genau das wollen wir von Ihnen. Wikipedia ist extrem stolz auf seine Unabhängigkeit. Es ist eigentlich so, dass man da wirklich andere, ganz objektiv aussehende, sehr nüchterne Arten finden muss, da Einfluss zu nehmen. Das heißt, Diskussionen auf Wikipedia lassen sich beeinflussen. Genau, das können wir natürlich machen. Super, vielen lieben Dank. War ein Job. Moment mal, die haben dein Geld genommen und einfach sofort angefangen zu manipulieren? Ja, für 80 Euro. Das kostet nur 80 Euro? So billig? Das ist ja gerade mal so viel wie ein Liter Milch. Heißt das, man zahlt Geld und kann sich wünschen, welche Fakten bei Wikipedia stehen? Ich leite diese Frage mal weiter an Olaf Kosinski. Olaf Kosinski war im Vorstand der deutschen Wikipedia und war bis vor kurzem sogar Wikipedia-Support-Mitarbeiter. Ein richtig hohes Wikipedia-Tier. In einem Radiointerview mit dem SWR hat Olaf Kosinski im März ganz klar gemacht, nee, so einfach geht das eben nicht. Das läuft nicht nach dem Wünsch-dir-was-Prinzip, sondern die Regeln sind auf jeden Fall zu achten. Vor allen Dingen auch die Regel der Transparenz. Es muss klar sein, wer editiert in diesem Artikel. Und dieser Mann weiß, wovon er redet. Olaf Kosinski hat über 500 Wikipedia-Artikel von Bundestagsabgeordneten als Autor bearbeitet. Er gibt Wikipedia-Seminare im Deutschen Bundestag und geht in allen Landtagen und Bundesparteien ein und aus. Und er hat alle Spitzenpolitikerinnen des Landes schon mal fotografiert für die Wikipedia. Da kommt man sich natürlich näher, Olaf Kosinski und der politische Betrieb. Olaf Kosinski ist ohne Frage der politisch einflussreichste Wikipedianer Deutschlands. Und Transparenz ist wichtig. Huch, er ist seit kurzem auch Start-up-Unternehmer. 5 Monate vor der Bundestagswahl hat Olaf Kosinski eine PR-Agentur gegründet für politisches Wikipedia-Mentoring. Wie heißt die? PIVAK. PIVAK. Eine Wikipedia-PR-Agentur, die so heißt, wie man Zwieback sagt, wenn man Zwieback im Mund hat. Oh Gott. Ich kriege einen ganz trockenen Mund. Kann es sein, dass einer der mächtigsten Wikipedianer Deutschlands selbst mit seiner eigenen PR-Agentur unser gesammeltes Wikipedia-Wissen im Bundestagswahlkampf manipuliert? Sebastian, sag jetzt nicht. Doch. Du. Du.
Kosinski, soll ich mal kurz zusammenfassen, was wir so von Ihnen überhaupt wollen? Ja, gerne. Wir haben festgestellt, dass unsere Abbildung auf Wikipedia einfach unterdurchschnittlich und peinlich ist für so eine digitale Partei, wie wir es sein wollen. Und da dachten wir an Sie als Experten, dass Sie uns da ganz gut weiterhelfen können. Ich hoffe, das ist okay, dass wir Sie so dreist kontaktiert haben. Ja. Herr Kosinski, wie können die Relevanzkriterien auf Wikipedia beeinflusst werden? Jeder kann an dieser Diskussion teilnehmen. Das wäre ein Punkt, den man natürlich relativ schnell koordinieren könnte. Das heißt für mich, dass man die Diskussion auf Wikipedia genauso leicht beeinflussen kann wie auf jedem anderen sozialen Netzwerk auch. Ja, natürlich. Wer am längsten durchhält, gewinnt. Wenn ich beauftragt werde, trete ich nicht mit meinem ehrenamtlichen Account auf. Da gibt es eine klare Trennung. Aber es gibt auch andere Kollegen, ganz normal, die auch im politischen Bereich aktiv sind, die von sich aus selbstverständlich eine Diskussion mit unterstützen würden. Das ist gar keine Frage. Das wäre jetzt im Grunde etwas Kleines. Herr Kosinski, das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kosinski. Und weil wir gerade so in Stimmung waren, haben wir Olaf Kosinski direkt noch nach dem Wünsch-dir-was-Prinzip eine Wunschliste mit Quatschbegriffen geschickt, die wir uns selber ausgedacht haben und ihm versprochen, für jeden Begriff, den du mit einem Fake-Account bei Wikipedia unterbekommst, in unseren Artikel, bekommst du Geld. 100 Euro. 100 Euro. 100 Euro. Und er hat die ganze Zeit gedacht, er würde mit einer echten Partei sprechen, im Bundestagswahlkampf. Ja, natürlich. Welche Begriffe standen auf unserer Liste, weißt du das noch? Junge, moderne, queer-zentralistische Bewegung. Junge, moderne, queer-zentralistische Bewegung. Innovationsbasierte Progressivdemokratie. Innovationsbasierte Progressivdemokratie. Und pandeutsche Transparenzpflicht. Und pandeutsche Transparenzpflicht. Das klingt schlau, macht aber gar keinen Sinn. Und steht trotzdem jetzt in dem Wikipedia-Artikel drin. Schauen Sie mal hier. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke, Olaf Kosinski. Vielen Dank. So geht Wahlkampf 2021. Warum sollte man als Partei noch mitmachen beim demokratischen Wettstreit um die beste Idee, wenn man sich für ein paar hundert Euro einfach seine eigenen Fakten bestellen kann? Eigene Fakten sind nämlich wie echte Fakten, nur besser. Einfach die Wirklichkeit da verändern, wo sie gemacht wird. In der wichtigsten Enzyklopädie der Welt. Weiter so, Germany.